Eilauftrag. Gerade kam ein dringender Auftrag rein. Hol noch schnell deinen Auflieger und mach dich fertig, um den Betriebshof zu verlassen. Dort der Auflieger schnappen. Dann dort rückwärts hinein, umdrehen und volle Pulle zum Tor. Sollte möglicherweise eigentlich auch nicht allzu schwierig sein. So sieht es zumindest aus, aber eben das kann täuschen. Vor allem nur schon an den Aufblick zu kommen ist ein bisschen tricky. Wie es mir scheint. Gut, jetzt stehe ich natürlich sehr doof. Dann möchte ich ganz kurz den Truck mit Auflieger gerade ziehen. So. Und jetzt eigentlich dort irgendwo zwischen den anderen LKW. Gut, dass ich den Spiegel nicht verstellen kann, dann sehe ich absolut gar nichts. Ich sehe nichts. So, vor den gelben LKW. Ja, ist einfach ein Blindflug. Gut, dass ich meinen Kopf so nach links rüber heb, damit ich was sehen kann, obwohl das gar nicht funktioniert. Sollte aber eigentlich schon genügen, um hier zu drehen. Perfekt. Spiegel sind echt beschissen eingestellt, wenn ich das so sehe. Dann hier ganz knapp hindurch. Ganz an den Zaun. Um hier einzuparken, um möglicherweise noch Silber zu holen. Ganz knapp. Aber hat gereicht. Öl gegen Holz. Platziere für deinen Partner Mike den Öltank im Transitbereich und nimm danach deinen neuen Auflieger. Okay. Warum auch immer man auf einem Rastplatz umdrehen würde. Aber gut, ich frage das jetzt. Ich stelle das mal jetzt nicht in Frage. Was soll ich sagen, genau. Ja, sowas würde man nie machen. Außer man ist vielleicht irgendwie im Stress. Und hat ein Parkplatzproblem oder hat sich festgefahren. Oder hat was vergessen und muss Pause machen oder irgendwie sowas. Noch ein bisschen zurück. Und jetzt volle Pulle umdrehen. Hat nichts im Weg. Sollte klappen. Und dann dort vorne an den Seitenstreifen. Ganz knapp für Gold wahrscheinlich. Ganz knapp. Das war wirklich ganz knapp. Wahrscheinlich eine Sekunde und 67. Zehntel. Aber gut, nächste Aufgabe und weiter geht's. Schwere Maschinen. Erst sagen sie dir, du sollst an der Rückseite parken und jetzt brauchen sie dich vorne. Aber sei vorsichtig, die Baumaschinen, die du transportierst, sind ziemlich teuer. Also rück jetzt um den Betriebshof. Umdrehen muss ich nicht, oder? Okay, ja, so rück jetzt einfach. Natürlich alles
über den Beifahrerspiegel. Echt doof. Da man ja eben, wie gesagt, fast nichts sieht. Weil die ja so beschissen eingestellt sind. Okay, irgendwo hänge ich jetzt schon. Ach so. Wahrscheinlich schon am Zaun. Ah gut. Ich kann euch hier schon sagen, das wird Bronze. Weil jetzt sehe ich zum Beispiel einfach gar nichts mehr. Dann muss ich in die Außenkamera wechseln. Die auch nicht wirklich so viel helfen kann, da sie so nahe arretiert ist an den LKW. Und drehen, komm, weiter. Ja, das wird absolut gar nichts. Mit Silber. Dieser ernste Blick vom LKW-Fahrer. Normalerweise würde es natürlich mehr Spaß machen von der Innenansicht, aber wenn ich hier die Spiegel nicht verstellen kann, ist es echt sehr schwierig, das irgendwie hinzubekommen. Ja, mit Brosse müssen wir uns hier zufrieden geben. Und dann muss natürlich noch der Truck gerade stehen. Sehr gut. Das 1000-Fahrmanöver bereitet. Das muss hier reichen, tut mir leid. Dann nehmen wir noch den alten Volvo Truck. Genau, und dann fangen wir von vorne oben an. Okay, noch ein paar Aufgaben und dann kommen schon die Bonusaufgaben. Fast überall Silber. Rangiergrundlagen überall Gold. Na gut. Fahrt beginnen. Und los geht's. Landesmeisterschaft. Dein Ansehen ist gewachsen. Du giltst nun als Anwärter für den Sieg in der Landesmeisterschaft. Mach dich auf den Weg in den Parcours, koppel den Auflieger an und parke ihn. Okay. Dann Vollgas voraus. Mal schauen, wie sich der Volvo so verhält. Wahrscheinlich genau gleich wie alle anderen Trucks, würde ich sagen. Oh nice, ein Helikopter. Schönes Detail. Jetzt ein bisschen enger. Da der Truck ja eben schwimmt wie keine Ahnung was. Oh mein Gott. Jetzt nehme ich da die ganz enge Spur. Fahre ich da ein bisschen langsamer durch. Statt mit Vollgas. Was man wahrscheinlich machen müsste, um Gold zu erhalten. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt in Wirklichkeit. Also in real so. LKW-Rangiermeisterschaften. Aber ich schätze mal schon. Um sein Können eben auf die um sein Können zu zeigen. Fällt mir gerade das Wort nicht ein. Okay, das sieht jetzt ganz spitze Kurve. So. Noch enger bauen kann man es halt echt nicht.
nach diesem Spiel habe ich dann auch noch den Scania Truck Simulator, der ja auch von SCS Software ist. Und auch ein bisschen das gleiche Genre hat eigentlich. Ist auch so Rangieraufgaben, die echt schwierig sind, aber dann ist dann die Grafik etwas besser. Und auch die Fahrzeuge fahren sich besser als hier. Und da kann man dann echt wirklich sehr präzise fahren. Im Gegenteil zu hier. Das kommt dann auch noch auf meinem Channel. Natürlich eben wie gesagt zum Anfang des Let's Plays. Auch der Umsatz 2 wird noch folgen. Aber wahrscheinlich entweder mit Gamepad oder halt mit Tastatur. Als oh shit, mit meinem Lenkrad hier leider nicht funktioniert. Da wohl das Fanatec-Lenkrad zu neu oder zu krass ist, was die Technik angeht. Also man könnte da schon irgendwie eine Datei ändern im Spiel, also in den Config, in der Config. Aber auch so hat es leider nicht funktioniert. Von daher kommt das dann wahrscheinlich einfach mit dem Gamepad oder eben mit der Tastatur. Kann ich leider auch nichts ändern. Auch hier fällt wieder vorne der Spiegel sehr gut. Sieht man halt gar nichts. Und auch wieder ganz knapp Gold. Schade. Schade, schade. Ganz knapp Gold verpasst.